Hallo und herzlich willkommen zu unserer 2003er-Saison. Wir sind wieder mal in Melbourne und begrüßen euch herzlich. Ich bin nicht alleine, der Bubi ist hier. Hallo und herzlich willkommen auch von mir zur Saison 2003. Der Dan ist hier. Jo, hallo. Der Marc ist natürlich auch hier. Hallo Leute, ich bin wieder da. Oh Gott. Und natürlich, ich bin auch da. Und ja, ich würde mal sagen, wir stürzen uns direkt rein, Dan, oder? Wollen wir uns direkt in Genau. den Oh, Regelkram und alles reinstürzen, ich oder? ja, auf jeden Fall. Ich bin so, ich kann es euch gar nicht sagen, denn das wird die vermutlich lustigste, witzigste Saison seit dem letzten Mal. Und so viele Dan, neue Sachen Dan, dabei. Moment, Moment, Ja? Moment. Bist ein Du Roboter? leckst wie Hölle. Ja, du bist der Roboter, Dan. Robo-Dan. Warst gerade Roboter, Dan. Aber ja, was der Dan euch sagen Jetzt? wollte, jetzt geht's wieder. Aber Ja, was der Dan okay, euch mit ja. anderen Worten sagen wollte, das wird vermutlich die spannendste Saison. Und ja, ich denke mal, das war das, was der Genau. Dan sagen wollte. Sie wird Genau, um das war das, was vieles, ich sagen vieles wollte. schneller als die 2001er Saison und die Saisons davor. Genau. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll, weil es ist so viel Neues jetzt dabei. Ich kann mich ja einfach mal ganz blöd an das halten, was ich mir vorbereitet habe, was da passiert, ja noch kommt. Wir können uns ja einfach mal in die neuen Regeln reinstürzen, was es so alles gibt. Ach, ernsthaft jetzt hier? Ja. Der Dan ist Robot Dan. Aber irgendwie nur, wenn du längere Sätze redest. Ja, Ne. aha. Ja, egal. Ich fange einfach mal an. Ja, wir haben ein Rennen weniger, oder wir hätten ein Rennen weniger 2003 als in der letzten Saison. Da hätten wir ja 17 Rennen gehabt. Indianapolis war ja nicht dabei. Dafür ist Indianapolis sollte jetzt dabei sein. Spa dann allerdings nicht. Das macht mich hier gerade, ihr bringt mich hier gerade total raus. Also ich finde, es Das ist okay. Es ist wie Melbourne 2001, da hatten wir auch ein paar Tonprobleme. Und wie es ja ist ja bei jeder Saison. Aber es geht eigentlich denn. Also wenn man kann dir zuhören. Also Ja, ich man muss kann nur sein man. Robo-Plugin aktivieren. Genau. Also Ja, es ich geht. kann nur nicht reden, wenn die beiden hier die ganze Zeit ihre Fisumatenten schreiben. Jetzt geht's ja witzigerweise. Fachbegriff. Ja, also wie gesagt, 16 Rennen haben wir, Spa fällt raus. Das Leider. heißt, wenn Indianapolis nicht funktionieren sollte, was wir nicht hoffen, dann hätten wir ja nur 15 Rennen, aber wir schauen, dass wir euch die vollen 16 Rennen geben können, auch mit Indianapolis. Wie gesagt, das Wichtigste an der Info ist halt nur, dass Spa nicht dabei ist. Wir haben diese Saison nur 10 Teams, nicht mehr 11. Prost ist raus, hatten wir ja drüber gesprochen, Arrows ist raus. Damit hätten wir ja dann nur 9 Teams. Eins ist dazugekommen, eigentlich hat es schon 2002. Wir haben 2002 ja übersprungen, darum ist jetzt Toyota dabei und rundet das Feld dann auf diese 10 ab. 10 Teams. Der Reifenkrieg wird dann jetzt hier ganz witzig, ganz interessant. Denn wir haben jetzt genau 50% des Feldes fahren mit Michelins und 5 Teams fahren mit Bridgestones. Mit Michelin fährt nach wie vor Benetton, beziehungsweise ja jetzt Renault. Da kommen wir ja gleich noch zu. Renault ist ja eigentlich auch seit 2002 wieder dabei. Aber haben wir ja übersprungen, haben jetzt erst dabei und die haben einfach die Reifenherstellerwahl genommen. Ist ja klar, italienisches Team, sag ich schon, französisches Team mit französischen Reifen. Williams fährt nach wie vor mit den Michelins. Jaguar verwendet Michelin. Und ja, McLaren ist neu dazugekommen und Toyota fährt auch mit Michelins. McLaren jetzt auch zur Saison 2002 mit den französischen Gummis. Dann halt jetzt erst. Das heißt, es bedeutet im Prinzip im Klartext, dass der Basti diesmal der Einzige ist mit dem Bridgestone. Letzte Saison war es ja so, dass der Marc der Einzige mit dem Michelins war und damit ja auch eigentlich ganz gut gefahren ist. Und mit Bridgestone fährt halt nach wie vor Ferrari, ist ja der große Stammkunde. BAR fährt nach wie vor mit Bridgestone. Jordan fährt mit Bridgestone. Sauber ist ja im Prinzip das Ferrari B-Team, die natürlich auch. Und Minardi ist am Ende von 2002 von Michelin quasi gekickt worden. Und im Prinzip war das Anfang 2003 so, dass Minardi nur die 2002er Reifensätze von
von Bridgestone gekriegt hat, weil es da ein paar vertragliche Komplikationen gegeben hat und die sich eigentlich darauf eingestellt hatten, bloß vier Teams zu beliefern. Das dazu. Punktesystem ist der nächste große Punkt. Wir hatten ja bis zur letzten Saison das altbewährte Punktesystem, was von 91 bis 2002 verwendet wurde, mit den erster Platz kriegt 10, zweiter 6, dritter 4 und so weiter. Habt ihr ja jetzt mittlerweile vier Saisons, glaube ich, gesehen. Ab 2003 ist es dann so, dass der erste Platz nach wie vor 10 Punkte kriegt, der zweite bekommt 8, der dritte 6, der vierte 5, der fünfte 4, der sechste kriegt 3 Punkte, der siebte 2, der achte 1 Punkt. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass wenn man gut fährt hier, dass man eigentlich schon einen Punkt kriegt. Ist, glaube ich, ganz gut. Ich fand das Punktesystem eigentlich am besten, weil es hat dazu beigetragen, dass irgendjemand, der in Serie gewonnen hat, nicht so schnell wegziehen konnte. Und ist auf jeden Fall für die Spannung sehr gut. Hilft auf jeden Fall den Fahrern, die konstant vorne in die Punkte reinfahren. Der nächste große Punkt, der dann sich auf das Rennwochenende dann auch direkt bezieht, ist die Qualifikation. Und zwar ist es so, dass ab 2003 nicht mehr so war, dass jeder Fahrer im Prinzip 12 Runden hatte. One-Shot-Qualifying heißt das Ganze. Der Bubi hat es unten reingeschrieben. Das bedeutet im Prinzip, man fährt raus auf die Strecke, halt die Outlap, ganz normal, fährt über die Linie und sobald man über die Linie fährt, die Zeit, die dann kommt, die man dann fährt, das ist diejenige, mit der man sich qualifiziert. Das ist das eine. Das andere ist Parc Fermé. Das bedeutet, sobald man anfängt, eine gezeitete Runde zu fahren und dann auch eine gezeitete Runde hat, ist es so, dass man im Prinzip kaum was am Auto verändern kann. Ich weiß jetzt nicht genau, was man alles noch ändern kann. Der Basti kann es zeigen. Ich könnte es jetzt nicht genau sagen. Da kommen wir aber später zu, wenn wir uns die Qualifikation anschauen, das Ergebnis. Genau, Parc Fermé hatte ich ja gesagt. Eine andere Regel, die auf dem Zettel jetzt nicht draufsteht, die aber sehr wichtig ist, ist, dass wir weg sind von den 25 Runden jedes Rennen. Wir machen es jetzt so, dass wir im Prinzip 50% der Renndistanz fahren. Das ist ja in den Formel-1-Rennen so, dass es im Prinzip 300 Kilometer sind. Jetzt sind es nur noch 150 ungefähr. Das ist ja dann immer ein bisschen drüber und ein bisschen drunter, je nachdem. Hier in Melbourne heißt das jetzt, wir fahren 28 Runden. Das ist natürlich noch keine große Änderung. Was allerdings man dann schon sehen wird, zum Beispiel in Monaco, da haben wir dann 45 Runden. Da werden wir dann auf jeden Fall eine Veränderung sehen. Was haben wir noch? Wir haben nur noch 100 Liter Hubraum für unseren Tank, für den Benzin. Für Benzin, ansonsten haben wir nach wie vor 3,0 Liter V10 Hubraum. Wir haben mittlerweile 20.000 Umdrehungen. Wir haben ja im Prinzip einen kleinen Technologiesprung gemacht. Nicht nur ein Jahr, sondern jetzt zwei Jahre. 20.000 Umdrehungen. Wir müssten mittlerweile gut bei 950 PS sein. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das sind so die großen Eckpunkte. Ansonsten gäbe es vom technischen Reglement her und von dem, was sich die FIA sonst so drumherum ausgedacht hat, nicht mehr viel. Also können wir uns ja im Prinzip mal das Fahrerfeld anschauen und die 10 Teams mal genauer angucken. Denn da haben sich natürlich dann auch ein paar Sachen getan. Jetzt nicht unbedingt bei den Top-Teams, wobei, das kann man so oder so sehen. Wir fangen einfach mal von oben nach unten an. Da sehen wir dann, bei McLaren Mercedes hatten wir ja schon, war ja im Prinzip klar, ne? Haben wir auch drüber gesprochen. 2001 nach wie vor die Paarung mit David Coulthard und mit mir. Bei BMW Williams greifen der Marc und der Ralf. In ihrem dritten Jahr müsste das jetzt mittlerweile sein, zusammen ins Lenkrad für das englische Team. Bei Ferrari natürlich Michele und der Basti, Michael Schumacher und unser guter Thean, unser Kameramann. Bei Renault, ja, genau. Das war ja das größte Fragezeichen. Der Bubi wollte uns ja nie sagen, für welches Team er in dieser Saison fährt. Renault fängt im Prinzip ganz neu an, Fisichella weg, Button weg. Dafür jetzt der Bubi. Und Alonso. Also ich glaube, das ist eine der heißesten Fahrerpaarungen, eine der heißesten neueren Fahrerpaarungen in dieser Saison. Genauso wie Jacques Villeneuve und Jenson Button beim BAR-Team. Panis ist weg,
Da gucken wir dann gleich, wo der abgeblieben ist. Bei dieser Fahrerpaarung ist es ganz interessant, dass die sich das ganze Jahr über nicht besonders grün waren. Vor allem der Villeneuve hat das ganze Jahr über heftig gegen den Button gegiftet, dass der Button im Prinzip in seiner Karriere noch nichts erreicht hätte und dass er total überbewertet wäre und er nicht versteht, warum er auf einmal ihn als Teamkollegen hat. Das war noch zu der Zeit, wo der Villeneuve komplett abgedreht ist, hat das ein paar Jahre später dann revidiert und wie man ja dann auch mittlerweile heute weiß, lag er damit ja auch im Prinzip komplett falsch, denn Button ist ja durchaus ein sehr, sehr kompetenter Fahrer. Jaguar fängt auch komplett neu an. Eddie Irvine Ende 2002 in Ruhestand gegangen. Della Rosa ist mittlerweile Testfahrer bei McLaren Mercedes. Dafür Mark Webber und Antonio Pizzonia. Mark Webber hätte auch eigentlich 2002 sein Debüt gegeben. Bei uns gibt er jetzt hier sein Debüt mit Jaguar. Und Antonio Pizzonia, der ist aus der amerikanischen Kart-Serie hier rübergekommen. Spitzname ist Jungle Boy. Ist ganz lustig eigentlich. Der Marc findet ihn ganz lustig, weil er ihn an Pizza erinnert. Pizza Murray. Danke, Dan. Ja, also im Prinzip Jaguar mit einem kompletten Neustart kann vielleicht dem Team gar nicht so schaden, weil bis auf diesen Überraschungssieg letzte Saison in Montreal war ja im Prinzip bei Jaguar nicht so viel. Jordan so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. 2001 nur Platz 7 in der Konstrukteursmeisterschaft, nachdem man 99 ja noch den Vizetitel holen konnte mit dem Bubi. Damals die zwei Siege ja auch geholt. Auch ein kompletter Neuanfang, das heißt Trulli weg, Alesi ja sowieso in den Ruhestand. Fisichella, Giancarlo Fisichella von Benetton damals rüber gewechselt. In der Hoffnung, dass Jordan ein bisschen besser ist als Benetton. Dann war es aber genau andersrum. Da hatte nämlich Trulli dann damals das bessere Los für sich gezogen, der ja zu Renault gegangen ist und Fisichella halt in das auf dem absteigenden Ast befindliche Jordan-Team, haben auch nicht mehr die Honda-Motoren, sondern nur noch die Ford-Motoren, haben auch die Unterstützung von der Deutschen Post verloren, die ja damals das Team nur gesponsert haben wegen Frenzen. Und Fisichella und ein Rookie, Ralph Furman, der Ire, sitzt neben Fisichella im zweiten Jordan-Cockpit und bringt auch ein ganz kleines bisschen Geld mit. Ja, Sauber, auch so eine kleine Enttäuschung, 2001. Nick Heidfeld nach wie vor da und das zweite Cockpit belegt mittlerweile Heinz-Harald Frentzen. Ist, glaube ich, eine ganz gute Wahl, denn der Frentzen ist ja nach wie vor ein sehr guter Fahrer. Auch wenn er bei uns in den ganzen Saisons nie wirklich was gezeigt hat, aber ich glaube, da tut das ihm nicht ganz gerecht. Das Deutsche, ich glaube nicht. Minardi, das neunte Team, eigentlich ja das letzte Team, hat ja 2001 keinen einzigen Punkt geholt. Aber wie gesagt, dadurch, dass Prost raus ist, Arrows raus ist, haben sie ein paar Plätze gut gemacht und Toyota ist ja neu dazugekommen. Minardi auch mit zwei neuen Fahrern. Nicolas Chiesa, das ist der erste Däne in der Formel 1 seit Jan Magnussen. Müssen wir mal schauen, wie der sich so schlägt. Eigentlich sollte in diesem Cockpit Justin Wilson sitzen, weil das war damals so, dass der Chiesa erst in Hockenheim angefangen hat. Und Wilson saß bis Hockenheim in dem Minardi-Cockpit. Aber nach Silverstone hat Jaguar Pizzonia rausgeschmissen, Wilson in das Cockpit gesetzt und dadurch ist Chiesa halt aufgerückt. Aber hier haben wir halt dann Chiesa direkt von Anfang an in dem Cockpit. Ist jetzt nicht so schlimm, denk mal, das kann jeder verschmerzen. Und Jos Verstappen, den haben wir auch zum ersten Mal seit 1998 dabei. Damals hat er ja Jan Magnussen nach ein paar Rennen ersetzt, im Stewart damals, und gibt halt heute hier sein Comeback quasi mit Minardi. Hätte ja eigentlich auch 2000 oder 2001 im Arrows sitzen müssen, aber da saß ja der Bubi, Gott sei Dank, weil der Bubi ist ja auch viel besser als der Verstappen. Und dann, wie gesagt, das nächste große Herstellerteam, heute auch mit dem Debüt und ganz knapp an einer kleinen Sensation vorbeigeschraubt, aber da kommen wir gleich zu, wenn wir uns die Qualifikationsergebnisse angucken. Toyota mit Olivier Panis, der ist wie gesagt von BAR gekommen, und auch einem Rookie, Cristiano D'Amatta, der ist auch aus Amerika gekommen, und da müssen wir mal schauen, wie der sich hier so schlägt. So, das sind so die großen Eckdaten dieser Saison, was so auf uns zukommen wird. Und darum würde ich mal sagen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, um uns da mal die Qualifikation anzuschauen. Und dann können wir uns auf die Interviews stürzen. Ganz vorne haben wir zum ersten Mal in seinem 45. Rennen, in seinem ersten für Renault, den Bubi auf der Pole Position, hat den Kurs in 1:22.9
5-7 umrundet. Vor Cristiano Da Matta, wie gesagt, ist die kleine Sensation im Toyota auf Platz 2. Dahinter dann Jacques Villeneuve vor Ralph Herrmann auf Platz 4, auch sehr stark. Nicolas Chiesa sehr stark auf Platz 5. Die Minardi waren ja in den letzten zwei Jahren bei uns nicht sehr, sehr gut, haben ja 2000 plus einen Punkt geholt, letzte Saison ja gar keinen. Frenzen steht dann auch recht weit vorne, auf Platz 6 vor dem zweiten Renault Fernando Alonso. Der war im Training noch besser als der Bubi und in der Qualifikation zeigt der Bubi eben dann, wo er hingehört. Dann Pizzonia vor Michael Schumacher, der das erste Trainingsduell gegen den Basti gewinnt. David direkt dahinter gewinnt das erste Trainingsduell gegen mich. Fisichella kommt dann Qualifying auf Platz... Ja, Seitentraining. Fisichella dann auf der 10 vor... Nein, das ist die 11. Vor Ralf. Der schlägt den Marc. Dann kommt der Panis im zweiten Toyota. Also ziemlich... Hat er sich ziemlich typieren lassen eigentlich vom Da Matta, ne? Vom dem Rookie, wenn ich mir das so angucke. Aber dann gehen wir jetzt auf die zweite Hälfte und dann sehen wir ein, zwei kleine... Schau dir mal die Zeichen an. Ein paar... sehr peinliche Sachen. Die sind halt sehr eng gewesen da vorne, ne? Richtig, genau, das könnt ihr ja dann den Zeiten dann auch entnehmen, habt ihr ja dann wahrscheinlich selber auch gesehen. Dann auf Platz 14, der Basti war mit seiner Runde nicht ganz zufrieden, werden wir gleich auch noch in den Interviews hören. Dann der Marc, der hatte zwei ziemlich schöne Sektoren, aber der letzte war nicht so sauber. Wie gesagt, hören wir gleich auch rein. Auf Platz 16 dann Button wird stark von Villeneuve geschlagen, Mark Webber wird auch stark von Pizzonia geschlagen. Ich dann nur auf der 18 ohne Zeit. Ich habe einen Fehler in, welche Kurve war es, nach Turn 13 gemacht. Werden wir uns dann auch gleich noch im Einzelnen anhören. Fisichella und Heidfeld haben keine Zeit. Die hätten eine Zeit gehabt, aber die dachten sich, nö, ich fahre einfach zwei gezeitete Runden. Und das wird dann schon keinem auffallen. Leider doch, die Stewards haben gemerkt. Und ja, dadurch sind die beiden dann halt die Zeiten gestrichen worden und starten damit als Letztes. Ansonsten hätte ich halt als Letzter starten müssen. Gut, so viel zur grauen Theorie. Stürzen wir uns auf die Fahrer und fangen natürlich mit dem Bubi an. Bubi, bei dir weiß ich gar nicht, womit ich anfangen soll, weil bei dir hat sich auch so viel geändert. Fangen wir erstmal am besten mit der größten Änderung an. Renault, erzähl uns, was hat dich dazu bewogen, zu Renault zu gehen, nachdem bei Arrows ja die Lichter ausgegangen sind. Ja, wie du richtig gesagt hast, bei Arrows sind ja die Lichter ausgegangen. Das heißt, insofern war klar, dass ich wechseln musste. In der engeren Auswahl waren dann für mich Toyota und Renault, wobei auf lange Sicht mich da Renault einfach zum einen mit der Fahrerpaarung mit Fernando Alonso und zum anderen auch vom Auto und vom finanziellen Background her da mehr überzeugt haben, dass da mehr möglich ist. Und insofern, habe ich da jetzt einen Vertrag für die nächsten 4 Saisons unterschrieben. Was denkst du, kann Renault über die Saison und auch dann über den Zeitraum, wo du bei dem Team unter Vertrag bist, leisten? Ich meine, sie sind ja jetzt im Prinzip neu dazugekommen. Die Einflüsse von Benetton müssen ja noch sehr frisch sein. Was glaubst du, kann das Team diese Saison schon um den Titel mitfahren? Ist der Speed über die ganze Saison gesehen da, um gegen Ferrari und gegen McLaren zu kämpfen? Und natürlich auch, wie schätzt du Fernando Alonso ein, der ja von vielen sehr hoch eingeschätzt wird? Er ist auf jeden Fall ein starker Teamkollege, zumindest im Vergleich zu dem letzten. Insofern erhoffe ich mir da schon einiges. Anders als du habe ich noch ein weiteres Team mit auf der Rechnung, nämlich BMW. Ich denke, die sind auch dieses Jahr wieder sehr stark. Ich meine, sie haben die Startnummer 3 und 4, die haben sie nicht ohne Grund. Von daher denke ich ja gerade mit Ferrari, McLaren wird schwer, denn ich denke, der Herr Schröer ist auch dieses Jahr wieder unglaublich schnell, auch wenn er jetzt einen Fehler gemacht hat. Aber das ist nicht repräsentativ. Wir haben das im Training gesehen, wie viel schneller er ist. Also es wird schwer, wahrscheinlich ihn zu schlagen. Muss man mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich denke, die anderen Teams sind durchaus in der Reichweite, wo man sie mal herausfordern kann. Gut, dann noch eine Frage zu den großen Regeländerungen. Ist ja jetzt auch das erste Mal, dass du eine richtig große Regeländerung mitgekriegt hast. Wie schätzt du das ein? Glaubst du, das wird der Formel 1 gut tun, dass wir so viele neue Regeln haben? Wie ist da deine Sicht der Dinge? Vor allem, wenn es so um Qualifikation, Punktesystem geht, wie schätzt du das ein?
Ja, gehen wir der Reihe nach durch. Fangen wir mit dem Qualifikationssystem an. Das Qualifikationssystem finde ich sehr interessant. Man ist auf jeden Fall, wenn man dann ins Auto steigt, muss ich feststellen, deutlich nervöser als letzte Saison noch. Letzte Saison wusste man, ja, okay, wenn jetzt die Runde nicht klappt, ist alles halb so wild, dann fährst du noch eine oder noch zwei oder noch drei, alles nicht so schlimm. Und jetzt sitzt du im Auto und du weißt ganz genau, jeder Fehler, der ist teuer und jeder Fehler kostet dich eine ganze Menge. Und das ist ein ganz anderer Druck, der macht sehr viel Spaß, schüttet sehr viel mehr Adrenalin aus. Und insofern finde ich das ziemlich cool und ziemlich interessant, macht sehr viel Spaß. Vor allen Dingen, weil man auch, dadurch, dass man ja jetzt auch nacheinander fährt, beziehungsweise wir nacheinander fahren, immer schon so ungefähr weiß, okay, wo muss ich denn hin? Und ich finde, das macht das Ganze sehr interessant und wäre auch zum Zuschauen sehr interessant. Insofern finde ich dieses System eigentlich sogar besser als das alte. Das Punktesystem. Das Punktesystem hat natürlich jetzt über die Saison den Vorteil, dass die Siege ja nicht mehr so stark sind, wie ich auch gerade schon mal geschrieben habe, als du darüber geredet hast. Man kann hier dann auch mal sagen, okay, komm, bevor ich jetzt alles riskiere, nehme ich den zweiten Platz mit und verliere nicht vier, sondern nur noch zwei Punkte auf meinen Vordermann. Insofern denke ich, dass diese Saison eben ja mehr von Konstanz lebt, dass man immer, wenn man es schafft, immer wieder vorne zu sein, man muss dafür nicht ganz vorne sein, wie die vorigen Jahre, sondern wenn man es schafft, sich immer wieder vorne konstant zu platzieren, hat man hier viel bessere Chancen als in den letzten Jahren. Und insofern denke ich, das kann das Ganze schon spannender machen, wenn man es schafft, Dans unglaubliche Siegeskonstanz irgendwie zu brechen, was ja vielleicht mit dem Qualifikationssystem, wie wir heute gesehen haben, funktionieren kann. Gut, dann noch eine Frage zu dem Rennen heute. Das erste Mal im 45. Rennen die erste Pole Position. Wie groß schätzt du die Chancen ein, dass du zum ersten Mal seit Hockenheim 99 gewinnen kannst? Puh. Erstmal bin ich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich und dann habe mich riesig über diese Pole Position gefreut. wie du schon sagtest, das ist ja die erste. Du hast sie mir ja sonst oder der Basti immer weggeschnappt. Insofern bin ich darüber erstmal sehr, sehr glücklich. Ob wir das Rennen deswegen jetzt gewinnen können, steht, denke ich, auf einem ganz anderen Papier. Wir haben 28 Runden vor uns und da kann sehr, sehr viel passieren. Natürlich ist die Ausgangsposition perfekt. Besser kann es nicht sein. Die direkten Konkurrenten sind mindestens zwei Reihen weiter hinten, die ich zumindest als direkte Konkurrenten weiter einschätze. Das heißt, die Ausgangsposition ist perfekt, aber deswegen haben wir noch lange nicht gewonnen. Wir müssen aufpassen, dass wir gut durch die Anfangsphase, also durch den ersten Sting kommen und dann schauen, wie es weitergeht. Es ist vieles möglich, Punkte sind das absolute Minimum, ich hoffe eigentlich auf ein Podium. Wird man sehen, wie es dann nach dem Rennen ist. Es kann, wie gesagt, immer sehr, sehr viel passieren, gerade Australien ist eine Strecke, wo sehr, sehr viel passieren kann. Ja gut, dann lass mich dir Glück für das Rennen wünschen und natürlich auch Glück für die ganze Saison. Vielen Dank. Und dann gehen wir weiter zu Marc. Marc, dritte Saison insgesamt jetzt für Williams mit dem Ralf zusammen. Du hast die niedrigere Startnummer gekriegt von dem Team. Ist natürlich ganz nett, aber lassen wir das mal beiseite. Wie schätzt du denn das so ein mit den ganzen Regeländerungen, sprich Qualifikation, Punktesystem? Und inwieweit glaubst du, hat sich das hier heute schon bemerkbar gemacht alles? Also ich habe zuerst, als ich Ende letzte Saison von den neuen Regeln, besonders von dem Qualifying-System gehört habe, erstmal nicht sehr viel davon gehalten, subjektiv gesehen. Als ich dann aber heute ziemlich objektiv gesehen habe, wie du dich gedreht hast auf deiner einzigen Runde, also praktisch keine Super. Chance hattest, es wieder gut zu machen, habe ich mir dann schon gedacht, na, das wird wahrscheinlich dann doch ein paar Änderungen bringen, die mir vielleicht auch in die Karten spielen können, wenn ich nicht gerade wegwerfe. Dann, wie man gesehen hat, hattest du, wie gesagt, keine Chance, deinen Fehler zu korrigieren und warst damit dann eben zurück auf den 18. Platz. Und das nenne ich halt schon mal eine ziemlich gravierende Änderung. Man erinnere sich an die drei letzten Jahre, wo du ja eigentlich die Pole Position gepachtet hattest, mit ein, zwei Ausnahmen. Und ich finde das von daher sehr, sehr erfreuliche Überraschung. Denn jetzt bist du hinter mir und jetzt musst du mich erstmal überholen. Das heißt, du denkst, das hat eigentlich die Änderungen haben bisher schon einen guten Effekt gebracht, sprich, die Spannung ist auf jeden Fall jetzt schon mal erhöht. Ja, die Spannung ist erhöht und wir haben keinen Kers und keinen DRS oder irgendwelchen Pussy-Scheiß drin. Was hältst du von dem Punktesystem? Glaubst du, das ist eine gute Sache, dass man jetzt für mehr Platzierungen Punkte bekommt und dass der Sieg auch nicht mehr so wichtig ist?
Da war ich jetzt auch erstmal skeptisch bei dem neuen Punktesystem, weil ich war schon ans alte Punktesystem ziemlich gewöhnt und war ziemlich daran gewöhnt, dass man sehr hart arbeiten muss. Aber auch hier hat sich meine Meinung geändert. Ich habe mir das mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir hier ja nun sehr viele Teams haben, die ja praktisch auf einer Stufe stehen, wenn auch nicht auf der höchsten. Wir haben sehr viele Teams, die auf der gleichen Stufe stehen. Wir haben vier Teams, die auf der oberen gleichen Stufe stehen, rein performancemäßig. Und da finde ich schon gerecht, dass mehr Punkte vergeben werden, um eben auch die Teams für ihre Leistung gerecht zu würdigen. Denn wie man gesehen hat letztes Jahr, gab es auch sehr viele Teams, die auf einer Leistungsstufe standen, aber von denen gab es dann maximal ein Team, was einen Punkt geholt hat. Und das war dann schon ein bisschen enttäuschend, weil die anderen ja eben auch entsprechend gearbeitet haben. Und von daher finde ich es schon eine ziemlich schöne Änderung, dass man jetzt praktisch auch die Teams belohnt, die auf derselben Leistungsstufe stehen, aber halt eben einfach einen Platz hinten dran kommen. Jo, also zum Beispiel gut, den undankbaren siebten Platz haben wir jetzt nicht mehr, das ist jetzt alles etwas lockerer. Das ist ja undankbare neunte Platz. Ja. Ja. Dann auch bei dir natürlich die Frage, jetzt auf das Rennen bezogen, du stehst durch deine Qualifikation, ich glaube auf Platz 14 oder 15 oder 15. So, was denkst du, was kann hier drin sein über diese 28 Runden? Ich freue mich sehr drauf, das neue Auto ist mehr oder weniger eine Rakete. Du hast schon angesprochen, 20.000 Umdrehungen bei über 900 PS sind kein Kinderspielzeug, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, dass hier schon Big Balls gefragt sind, um auch wirklich zu punkten bzw. vorzukommen. Wobei uns da ja auch wieder das neue Punktesystem in die Hände spielt. Wenn dann du dich jetzt festlegen müsstest, auf welchem Platz kannst du hier fahren, wenn du durchkommst? Wenn ich durchkomme. Ich denke, dass ich schon bis auf Platz 6 vorkommen kann. 5, 6. Vielleicht ja, sogar mehr. Dann viel Glück beim Rennen, auf jeden Fall dir auch. Weiß ich jetzt aber noch nicht genau. Danke, Dan. Und natürlich auch für die ganze Saison. Und ja, Basti. Ich glaube, wir fangen mit der größten Änderung für dich an. Du bist jetzt der Einzige mit Bridgestones. Fühlst du dich alleine? Nee. Ja, gut. Doch, würde doch doof aussehen, wenn da blaue Reifen an einem roten Auto sind. Ja, hast du recht. Nee, natürlich bei dir auch die Fragen. Die ganzen Regeländerungen, wie schätzt du das ein? Das Punktesystem ist ganz nett, aber erst mal die Punkte fahren von dem Platz heute. Ja, das Qualifying ist ein bisschen, da muss man sich erstmal ein paar Rennen dran gewöhnen. Da wird es dann wahrscheinlich auch den einen oder anderen geben, der dann mal ein bisschen weniger Benzin mitnimmt, je nachdem, wie viele Runden wir dann haben. Denn kann man ja auch die Zeiten purzeln lassen, je nachdem. Und niemand weiß ja, wie viel der andere im Tank hat. Muss man ja auch mal dazu sagen. Und ja. Wird doch bestimmt ganz witzig, denke ich mal. Also, jetzt habe ich zwar nicht den schönsten Platz, ich habe mir schon gedacht, hätte ich mir auch die 20 Liter sparen können. Aber, ja. Was denkst du, kann von dem Platz drin sein? Der Michael steht, glaube ich, auf 9 oder so oder 8, also auch nur knapp in oder außerhalb der Punkte. Was denkst du, kann Ferrari heute erreichen? Ich hoffe mal, dass Ferrari heute Punkte holt und dass der Michael vielleicht Punkte holt oder mal. Ja, ich hoffe, der Michael holt heute Punkte, falls ich keine hole. Ja. Musst du erst mal gucken, gut, wie das Rennen abläuft. Sind ja auch ein paar mehr Runden und ein paar mehr Boxenstopps und neue Autos, alles neu und. Da wird es, denke ich mal, auch schon ein paar Ausfälle geben. Nicht jetzt nur materialbedingt, sondern auch einfach konzentrationsbedingt. Weil die Autos sind ja viel schneller als davor. Ja, gut, dann wünsche ich dir auch Glück. Und natürlich nicht nur für heute, sondern für die ganze Saison. Und wer immer mich jetzt interviewen möchte, kann das tun. Hallo Dan. Hallo Dan. Oh, was? Hallo Basti. Hallo Dan. Hallo Dan. Du, heute dein Fehler im Qualifying, der aber wahrscheinlich gar nichts irgendwie mit der Regeländerung zu tun hatte, sondern weil einfach jeder hat irgendwie das Qualifying heute nicht so hinbekommen, außer der Bubi. Es war jetzt wahrscheinlich einfach nur war es einfach nur der Wechsel zum Qualifying hin? Einfach dieses, ich habe nur eine Runde und dann einfach, ich fahre einfach mal eine sichere Runde und dann war es vielleicht doch ein bisschen zu sicher im Sinn und dann einfach ist man von der Strecke abgekommen? Oder? Ja, ich habe, also die ganze Runde war nicht besonders ruhig, ich habe mich nicht ganz so wohl gefühlt.
Ja, es war schon so, dass man hat halt die ganze Zeit im Hinterkopf, hat der Bubi ja gerade gesagt, man hat halt im Hinterkopf, man hat nur den einen Versuch, wenn man den verkackt, dann steht man irgendwo hinten. Und nachdem der ganze erste Sektor war nicht rund, dann habe ich ein bisschen mehr im zweiten gepusht, das hat ein bisschen was gebracht. Dann habe ich aber die Turn 11 und 12, die beiden schnellen Kurven, verhauen und das hat mich dann natürlich nochmal ein bisschen verunsichert. Ist aber keine Ausrede, dass ich dann nach Turn 13 auf den Curb gekommen bin und das Auto wie ein Anfänger in die Wand gesetzt hat. Ja, passiert, hätte nicht passieren dürfen. Muss ich jetzt auch das nicht auf irgendwas schieben, war meine eigene Schuld und müssen wir abhaken und dann schauen, dass wir hier im Rennen eine gute Leistung bringen können. Der Speed ist auf jeden Fall da. Wo glaubst du denn, kannst du heute hinfahren? Von ganz hinten? Schwierig. Ich bin jetzt einfach mal so frech und sage, ich habe das und den meisten Benzin im Tank. müssen wir mal schauen. Also ich denke, der erste Stint wird ein bisschen chaotisch. Nach dem ersten Stint weiß ich auf jeden Fall mehr. Ich denke schon, dass ich in Punkteregionen kommen kann, wenn wir so 3-4 Punkte, sprich so um Platz 6-5 ankommen können. Wäre das okay. Ich glaube, den Speed haben wir. Wir waren im Training deutlich am schnellsten. Ich glaube, da haben wir wieder gezeigt, dass McLaren vom Auto her auf jeden Fall wieder das Team sein wird, was zu schlagen geht. Aber wie gesagt, von ganz hinten kann man halt kein Rennen gewinnen. Und da müssen wir einfach mal schauen, wie weit wir nach vorne kommen. Und natürlich müssen wir auch immer gucken, dass wir vor allem erstmal durchkommen. Ne? Um erstmal was Sehbares mitzunehmen, müssen wir erstmal in die Punkte fahren. Und da jetzt schon eine Voraussage zu machen, ist, glaube ich, von Platz 18 ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Melbourne immer für ein bisschen Chaos, gerade am Anfang der Saison, gut war. Darum möchte ich mich da jetzt noch nicht abschließend festlegen. Entschuldigung. Ebenfalls, dann würde ich sagen, wünsche ich dir natürlich auch viel Glück für das Rennen. Frag bitte noch Bubis Frage. Ja, richtig. Wen schätzt du als Gegner für die Saison den Titelkampf ein? Oh, dann... Auch schwierig, weil so viel neu ist, kann ich das jetzt noch nicht genau sagen. Wir müssen abwarten, wie die ersten 3-4 Rennen laufen. Ich denke mal, die üblichen Verdächtigen, sprich, ich habe dich, Basti, auf der Rechnung. Ich habe den Bubi auf jeden Fall auf der Rechnung. Wenn der Bubi ein gutes Auto hat, kann er auf jeden Fall um den Sieg mitfahren. Und das Punktesystem sollte vor allem den Bubi in die Karten spielen, weil der Bubi neben mir mit einer der konstantesten ist. Der Marc ist immer für eine Überraschung gut. Es gibt Strecken, da ist der Marc richtig sauschnell. Ich denke, es wird eine richtig enge Kiste, vor allem wegen des Punktesystems. Wird das auf jeden Fall eine sehr interessante Saison. Man kann, glaube ich, hier zum ersten Mal seit 98, 99 sich seiner Sache in keinem Punkt wirklich sicher sein. Darum ist das jetzt wirklich alles noch sehr schwierig zu beantworten. Müssen wir mal ein bisschen abwarten, ein bisschen Zeit geben dem Ganzen. So, dann würde ich mal sagen, wollen wir euch jetzt erstmal nicht mehr weiter auf die Folter spannen. Wir müssen uns noch die Strecke angucken, wo wir überhaupt rüberfahren. Wir müssen uns noch die Startaufstellung auch angucken. Die haben wir uns doch gerade angeguckt. Warte, okay. Ja, natürlich. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. So hörst du zu. Ja, richtig. Nee, wir müssen uns nur noch die Strecke angucken, den Albert Park in Australien. Ja, was müssen wir uns denn da angucken? Die Polezeit habt ihr gesehen, die erste vom Bubi. Dann natürlich dann nochmal, wenn alle zuhören, nochmal Gratulation an den Bubi. Haben wir offscreen zwar schon gesagt, aber ganz starke Leistung, hat er gut gemacht. Vorjahressieger, die letzten 2 Jahre war Melbourne fest in McLaren Hand, sprich 2 Siege von mir. 99 war es der Basti, wer sich erinnert, der erste Rennen für Ferrari, direkt der erste Sieg. Vielleicht kann der Bubi sich heute mit Renault in dieselbe Tradition stellen. Abwarten. Und die 1.22.9 natürlich vom Bubi, die hat natürlich die 1.26 hoch, was das vom Jask letztes Jahr war, pulverisiert. Und das werden wir auf jeden Fall, sehr wahrscheinlich auf jeden Strecken hier sehen, dass wir die Rundenzeiten der letzten Saison deutlich schlagen werden. Ansonsten vielleicht nur noch mal ein kleiner Überblick, was 2003 hier wirklich so passiert ist. Ferrari ist die ersten 4 Rennen mit dem F2002, sprich mit dem Vorjahreswagen, gefahren. Michael Schumacher hätte das Rennen aber trotzdem sehr deutlich gewinnen können. Allerdings hat sich dann irgendwann zur Mitte des Rennens ein Bartsport gelöst, sprich diese Windabweiser vor den Sidepods. Und die FIA hat ihn dann irgendwann reingeholt, weil es gefährlich war, dass das Ding da so am Auto rumschwabbelte. Und musste das Team halt abreißen.
Und dadurch ist er halt nach hinten gefallen. Dann war der Nächste, der es hätte gewinnen können, der Kimi. Der Kimi war aber leider zu schnell in der Boxengasse, hat eine Drive-Thru dafür gekriegt. Das Witzige war übrigens, fällt mir gerade so ein, der Kimi ist auch von recht weit hinten gestartet. Der hat nämlich auch in der Qualifikation einen Bock geschossen. Also offenbar, egal. Was noch? Der Montoya war dann der Nächste, der das Rennen auch hätte gewinnen können. Aber Montoya dachte sich, nee, ist zu einfach. Ich drehe mich einfach mal in Kurve 2. Einfach so und werde dann nur Zweiter. Das Rennen hat gewonnen David Coulthard, sein letzter Sieg für McLaren und auch natürlich dann insgesamt sein 13. Er hat danach immer gesagt, ich möchte eigentlich nicht auf der Zahl meine Karriere beenden, ich möchte noch ein Rennen gewinnen, weil Rennfahrer sind ja alle so ein bisschen abergläubisch. David Coulthard hat dann halt das Rennen gewonnen. Es war auf jeden Fall ein recht spannendes Rennen. Am Anfang hat es geregnet ein bisschen, das war zumindest feucht. Und da haben sich dann ganz komische Konstellationen ergeben, dass auf einmal Minardi auf 4 gefahren ist. Das könnte hier heute auch passieren, aber weil die Minardi auf einmal wirklich wieder so stark sind, das freut mich eigentlich auch ein bisschen für das Team. Ja, das sind zumindest die ganzen Fakten. Ich glaube, jetzt haben wir genug geredet, oder? Ja. Gut, der erste Vorbericht ist ja immer der längste. Richtig. Genau, dann würde ich mal sagen, wir geben uns gleich ins Rennen, mal gucken, wie es läuft. 28 Runden, 150 Kilometer, Melbourne. Gleich geht's los. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Just drive. I wanna be the only one to make it to the light. I'll take it to the edge where I lived a thousand lives. Or maybe I could be the one riding to the setting sun tonight. Just da sind wir zum Saisonstart der 2003er Saison hier in Melbourne. Wir wünschen euch viel Spaß und uns viel Glück. Viel Spaß. Ein schönes erstes Rennen. Ja, kommt alle gut durch. Bubi macht was aus seiner Position. Ja, ich versuch's. Viel Glück, viel Spaß und danke. Viel Erfolg. Go. Los geht's. Das erste Rennen dieser Saison. Den Basti mal vorfahren. Wir wollen ja beide an den vorbei. Halt, fällt kurz ab. Cut the track. What the hell? Oh Gott. Sorry, guys. Ja, ist okay. Ich hab's ja rechtzeitig gesehen. Das ist total Abwehrsinn hinter denen. Hör ich jetzt mal ein. Es wird nichts da, Dan. Was? Oh Gott. Katschin! Genau. Katschin. Ja, jetzt noch nicht erst, wenn... Katschingelingeling. Ich dachte, wenn der erste über die Linie geht. Nee, wenn alle. Achso. Mich ja nicht, ich ja nicht so rasen müssen. Wäre gut, ne? Du willst ja gewinnen. Hoffe ich jetzt mal. I want to win. I want to win. Tough luck. Sagen wir mal, ich möchte das Rennen so schnell wie möglich beenden. Also, zu Ende gefahren haben. Du weißt schon. So schnell wie möglich gewinnen. Finish first, you have to finish first. Denn jetzt an Webber. Webber will aber noch nicht so.
Der will aber nicht so wie ich will. Muss ich ihn außen angreifen? Da geht's nicht. Und jetzt in, es hat geklappt. Bin ich schon hinter Marc. Marc ist direkt hinter Jos Verstappen. Bubi führt. Im Prinzip, Marc, Basti und ich, die ja letzte Saison so toll vorne gekämpft haben, jetzt hier hinten, Bubi, jetzt. Bubi schnellste Runde. Eine 1:23.548. Ja. Marc hat Verstappen. Wird man wahrscheinlich auch öfters sehen in den nächsten Rennen, dass wir eher im Mittelfeld uns am Anfang umtreiben. Was ein Kamikaze-Manöver, denn? Uns zu go fast. Kann man nur machen, wenn man dem Auto auf der Bremse vertraut. And then you touch the limit. Genau. Tough luck, Marc. Wie wieder schnellste Runde. Oder ist er ein Train? Marc gegen Ben. Marc. So, das haben wir auch schon seit letztes Jahr hier nicht mehr gesehen. Oh Gott, was, das ist da war so ich noch, viel, da war Mann. Ich noch. Sorry, ich hab dich gar nicht gesehen. Ich hatte den Geschwindigkeitsboost. Du warst genau in meinem Tod, du warst voll in meinem toten Winkel. Es war keine Absicht, dass ich da reingezogen hab. Ubi hochkonzentriert. Hat auch schon einen riesen Vorsprung. Hast du viel verloren dadurch, Basti? Naja, geht. Ein Zeitpunkt ist so ein bisschen beschädigt. Ja, meine auch. Meiner nicht. Du warst auch ganz aus. Boah, Farnis bremst hier extrem ab. Dadurch muss Fisichella richtig in die Eisen. Wieder schnellste Runde von Bubi. 1:22.8. War der Marker extrem am Limit. Bit ambitious. Ups. Ups, da macht der Marc und der Dan einen Fehler und ich kann nur zugucken und muss leid. Oh, was machst du denn, Marc? Fahr doch. Ja, ich hab gerade die Kontrolle verloren. Ja, jetzt haben wir Problem. Boah, ich das Auto jetzt verlieren. Wir haben einen Platten. Vorne rechts. Und Marc bin gerade geholt. Sorry, aber ich habe die Kontrolle verloren. Ich kann dafür nicht. Geht, Marc. Ralf wird zurückgereicht. Da
war irgendwer in der Box, Bubi war in der Box. Mhm. Daran das wissen wir auch, warum er so schnell war im Qualifying. Ach so, wie viele Runden kannst du denn noch fahren? Noch zwei. Eben. Ja, das ist viel, Bubi, das sind fast 40 Liter. Ach du Scheiße, irgendwer hat mich getroffen. Verstappen. Habe ich auch einen Plattfuß. Sehe ich mich noch, klasse. Ich stehe auch gerade noch in der Box. Die Reparaturen dauern etwas länger. Ich habe dich aus dem Konzept gebracht, Dan. Bist du nicht gewohnt, überholt zu werden? Ja, das liegt nicht daran, dass du mich überholt hast. Das liegt daran, dass der Verstappen mir den Reifen aufgeschlitzt hat. Ich jetzt hier keine Kontrolle über dieses Auto mehr habe. Das ist aber sehr erfrischend, mal mit dir zu kämpfen, Dan. Ich stehe jetzt hier schon eine Minute an der Box. Meine Engine fängt jetzt langsam an zu überhitzen. Wäre mal schön, wenn ich langsam losfahren könnte. Mal das Ding mal ein bisschen runterkühlen irgendwie. Hoffentlich. Kühlung ist natürlich nicht dafür ausgelegt, minutenlang rumzustehen. Sehr langer Boxenstopp bei Ferrari. Ja, Reifen kaputt, Achse kaputt, Seitenkasten kaputt. Schon was kaputt gegangen gerade, wo du da Kontrolle verloren hast. So, dann schauen wir mal, was da jetzt noch zu holen ist. Fahr doch vorbei, Mann. Scheiß Idiot. Ja, ich muss jetzt die ganze Zeit den Leuten hier Platz machen mit den blauen Flaggen. Sonst hätte ich rausgeworfen. Ganze KI an der Box. Ja, und ich habe den gleichen Fehler gemacht wie letztes Jahr. So, mein Teamkollege fährt jetzt an die Box. Wird damit die Führung wieder abgeben. Und der Erstfahrer ist schon ausgeschieden. Ah. 20 Runden noch. So, bei mir Heckflügel weggeflogen. Kaputt dann. Denn jetzt mit einer Minute Rückstand auf Mark Webber, glaube ich. Ja. Kommt jetzt an meiner Stelle vorbei auf der Strecke, hat wahrscheinlich die Spur noch gesehen. Ja. Ich hab dich sogar noch gesehen. Ja, ich wusste nicht, ob ich hab meinen Schaden nicht gesehen gehabt, ich hatte das Fenster nicht offen. Ubi führt jetzt, hat jetzt Firmen gerade überholt. Der Matta auf der 3, dann Esa
auf der 4, Schumacher 5. Habe ich ja gesagt, mindestens ein Ferrari sollte heute Punkte holen. Dahinter gefolgt von Alonso. Villeneuve auf der 7, Pizzonia auf der 8 und Coulthard jagt Pizzonia. Ganz eng geht's hier zu im Mittelfeld. Marc auch ganz eng dabei. Hat jetzt aber auch fast den gleichen Fehler gemacht wie ich. Hoffentlich ist da nichts kaputt gegangen. Bei mir ist nur gelb geworden. Und der jagt weiter Mark Webber. Der Abstand wird auch kleiner, aber hat halt auch das Pech wie ich, den Platten und dann wahrscheinlich noch auch so früh wie ich auch auf der Strecke den Platten bekommen. Muss da die ganze Zeit rumfahren. Haben wahrscheinlich auch, wie ich, fast 40 Sekunden, 50 Sekunden an der Box gehangen. Nee, 16, ich habe den Schaden ausgestellt. Ach so, ja, okay. Ich hab nachgetankt nur, weil die Beschädigung, die ich am Auto habe, die muss man nicht reparieren, da ist nichts zu reparieren. Ja, dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich reparieren gedrückt habe, weil ich dachte, lol, Reifen. Ja. Aber ich hätte mal ein bisschen mitdenken sollen. Weil der Reifen wird ja ausgetauscht, dann ist ja klar, dass er wieder ganz ist. Richtig. Jetzt kommt ein Onboard bei Firmen, der den Bubi unter Druck setzt. Der hat die Lücke zugefahren. Weil der Bubi sich gedreht hat. Vielleicht ist auch der Jordan schneller im vollen Tank. Mark hat sich jetzt kurz mal gedreht, wurde dann von Webber überholt. Schumacher auf der 4. Sieht man noch gerne. Kannst du mir ja leider nur aus der Box angucken. Alonso stark. Villeneuve versucht es auf Alonso. Schafft es aber nicht. Alonso auf jeden Fall auch unter Druck. Beide Renault-Fahrer werden hier unter Druck gesetzt. Vielleicht kann es der Firmen jetzt machen. Ubi ist ja nicht so schnell auf der Gran, aber Firmen drückt nicht voll das Gas durch. Ich denke mal, er könnte überholen, würde er mal voll durch Gas geben, aber kennt er die geliebte KI, auch wenn man sie einstellt zum Überholen, setzt sich dann doch nicht so richtig an. Jetzt Schumacher mit der schnellsten Runde, ein 1:22.470. Also ziemlich schnell unterwegs, der Schumi. Ja, und vom Pech verfolgt der Marc, der Dan und der... Und der ich, wollte ich gerade sagen. Und ich. Gut, Basti. Ubi scheint es aber auch nicht so rund zu laufen. Denn Firmen hat ihn da schon gut unter Druck. Man darf KI auch nie unterschätzen. Auch wenn Bubi gerade den Firmen einen Fehler gezwungen hat. Aber das kann er, denke ich mal, schnell wieder aufholen. Und wie sich der Alonso tut, der hat immer noch seinen Villeneuve hinter sich. Sucht es aber auch wieder an der gleichen Stelle, der Villeneuve, schafft das aber nicht. Das für eine Aktion, mein Freund. Gut, dass da nichts kaputt gegangen ist, Kollege. Der ist halt schneller als du auf der Geraden. Gucken, was der da gemacht hat. Der wollte dich halt überholen. Hat da einen besseren Exit gehabt als du, aber dann warst du davor und dann ist er kurz hochgeflogen. Hätte einen Reifenschaden geben können und einen kaputten Flügel. Hast du Glück gehabt, Ubi, dass du Reifen aus Stahl hast. Aber der Verstappen hat mich genau so getroffen, dass mein Reifen platt war und der Marc muss sich halt auch so erwischt haben. Ja, ich bin halt dem Marc hinten rein, weil er halt geschlingert ist und dann bin ich ganz gleich hinten rein. Dachte ich, das ist okay. War nur die Aufhängung, die jetzt nicht mal zieht, aber dann ist der Reifen dann hochgeschossen auf 140. Ja. Firmen auf jeden Fall viel schneller als Ubi. Außer in den Kurven, wo der Bubi ihn dann halt wieder Fehler drängt. Beziehungsweise die KI halt. Die sind einfach in der Kurve ziemlich lang, oder ich bin in der Kurve einfach ziemlich schnell. Nee, der drückt auf die Bremse. Weil er dann einfach zu nah an die dran ist. Was ist schnellste Runde? Moment, 1:22.470, glaube ich, von Schumacher. War ich.
Junge drückt wieder nicht das Gas durch. Er könnte auf jeden Fall schneller als Bubi. Schnellste Runde jetzt von Damata. 1:21.866. Also, die Leute zeigen jetzt, die Strecke ist warm geworden, die Autos sind warm geworden. Frische Reifen auch. Die Reifen, die jetzt sind jetzt auch gut auf der Temperatur und die Autos sind vor allen Dingen jetzt wahrscheinlich zum zweiten Stint gleich leerer. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Spritsituation ist, aber ich glaube, bald müsste der zweite Stop sein. Da wird man dann sehen, ob der Bubi den Firmen hinter sich halten kann, der sich als Rookie heute sehr gut entpuppt, vor allen Dingen der Damata. Ja, Toyota. Vor allem wenn man, wo fährt der Physikeller? Physikeller im Moment auf der 13. Und der Rookie hinter fährt um den Sieg. Naja, er hat jetzt 2 Sekunden Rückstand. 0,8, Bubi. Dadurch macht er aber immer noch keine schlechtere Figur, ne? Was? Bei mir steht was von 2 Sekunden. Ja, im Moment sind es 1,8, also laut Sektoranzeige. So. Dahinter ist dann ja. Schumacher 5 Sekunden. Schumacher ist auf Platz 4, gefolgt von Chiesa. Zonia auf der 7, also die ganzen neuen Fahrer. Ah! Marc hat sich jetzt Gelb. Gedreht in meiner Kurve. Aber ich glaube, da ist nichts kaputt gegangen. Nein. Mit der BMW auch aus Titan. Hat der Marc Glück gehabt, weil das ist die Kurve, wo ich meinen Heckflügel verloren habe. Und hier auf den Curb kommt, ist es eigentlich, ja, nicht schön. Da ist der dann auch, hat er Glück gehabt, dass er nicht aufs Kies gekommen ist, weil sonst wäre Ich habe das rechtzeitig gemerkt. Bubi jetzt Box. Bubi Box, ja. Ich sehe es gerade, die ganzen Positionen schalten sich hier durch. Wieder rausgefahren. Mal gucken, ob der Firmen war da jetzt auch in der Box, sagt es nicht. Ah. Aber vielleicht kann der Schumacher und der Alonso, vielleicht können die jetzt ja schöne, schnelle Runden hinlegen. Wie gesagt, wer früh kommt, 16 Sekunden verliert. Abstand von war Schumacher. War bisher immer die Regel. Amata hat Firmen kassiert. Und es sind noch 11 Sekunden. Die 9 Sekunden, die der Marc Vorsprung hat auf den Dan. Ob Schumacher jetzt an die Box fährt. Ich glaube nicht, dass der Schumacher die Position gegen den Bubi halten kann. Er hatte nämlich schon am Anfang ein ziemliches Pech. Schumacher kommt jetzt in die Box. Sich fast gedreht beim Boxen, kennt man ja von dieser Strecke. Was macht der Alonso? Dreht der sich? Nee. Coulthard fährt aber weiter. Der war gerade auch mit dem Ralf derjenige, der am längsten gefahren ist. Der war, so, als ich aus der Box rausgekommen ist. Geht jetzt auf Start und Ziel. Schumacher fährt jetzt los, aber ich glaube, den kommt vorbei. Ja, ist wir sind vorbei. Übrigens über Halbzeit. Ja, jetzt sind wir bei der Halbzeit. Ralf Schumacher und jetzt sortiert sich hier gerade wieder alles ein. Ihr seht ja oben den Monitor. Bubi im Moment noch Führung, hat 3 Sekunden gut gemacht auf Damata und Firmen hat einen Platz verloren gegen Damata, aber ist jetzt auch stark gefolgt von Schumacher. Dan geht jetzt an die Box, Marc auch. Hallo, Dan. Hi. 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 Der Marc müsste eigentlich früher rauskommen, außer er hat den Schaden noch selected, was denn schade wäre. Marc kommt raus. Nein, da fährt er. Jetzt müsste Dan. Ja, kommt der Dan. Haben beide 20 Sekunden Rückstand auf Webber. Coulthard fährt weiter. Und Ralf fährt auch weiter. Ui. Die konnten, wie gesagt, gerade am längsten. Eine Runde können die maximal noch. Dann müsste ihnen der Sprit ausgehen. Da macht er jetzt 3 Sekunden immer noch Rückstand auf den Bubi. Wenn ich weiter Boden auf dem Markt gut mache, dann fahren wir gleich unser kleines Privatrennen. 2 Sekunden Abstand noch, da macht er auf Bubi. Folgt der Toyota weiter. Ist stark, ne? Ist dann richtig stark, der Toyota. Firmen und dann Schumacher. Das
erstmal alle Augen auf Kultat. Ich weiß, ihr habt hier die komische Ansicht und mit dem Bildschirm und ich hier mit dem Zeitenmonitor, aber ich denke mal, das gibt euch den besten Überblick, wo denn gerade gekämpft wird. Hier auf jeden Fall, Frenzen und Pizzonia. Wir bleiben jetzt noch bei den Führenden. Denn jetzt müsste Kultat an die Box kommen und seinem Abstand müsste er hinter Schumacher rauskommen, auf der 7 dann vermutlich. Bin ich auf der 6. Fuck. Ja. Marc hat meinen Fehler gemacht. Marc hat den Fehler gemacht. Hat den Frontflügel verloren. Bin ich der letzte? Ralf ja. Hinter. Oh, jetzt macht der Marc wahrscheinlich gerade dem Ralf die. Oh, jetzt wird's witzig. Oh, Kultat hat sich fast gedreht. Ralf kommt jetzt nämlich an die Box, der Marc will aber auch an die Box. Mal gucken, ob die Box jetzt belegt ist oder nicht. Bei allen Mist. Ubi müsste locker als Führender hier rausgehen. Amata jetzt auf der 2. Sortiert sich gerade wieder alles ein. Dann Fürben mit Schatten Schubacher, der jetzt zum Überholmanöver ansetzt. Und... hat er aber nicht die Speed. Hat schon, ist mitgegangen, aber ist immer noch daneben. Gehen wir uns mal an, vielleicht in der nächsten Kurve. Schumacher gegen Firmen. Schumacher zieht. Ja. Firmen hält gegen, aber Schumacher hat es durch. Schumacher jetzt auf Platz 3. Wieder mehr Punkte für Ferrari im Moment. Aber es gibt ja noch einen Stop. Ist ja noch nicht vorbei, das ganze Boxenspiel. Oh, das hörte sich nach einem. Nee. Dan, mach mir doch keine Angst. Klickt man direkt. War jetzt gerade ziemlich schnell in der Kurve. Firmen hat eine Sekunde Abstand auf den Bubi. In seinem Toyota. Damata. Meine ich ja, Damata. Ich war so auf Firmen. Aber wenn er hier nicht in der Kurve so bremsen würde, der Damata, könnte er, glaube ich, auch den Bubi einholen. Ja, aber das hört sich ja so an, als ob der Bubi sich nicht ausruhen könnte, ne? Nee, wenn Bubi einen Fehler macht, rutscht er direkt durch bis auf mindestens Platz 6. Platz 7 sogar. Oder 8. 10 Sekunden wird er mindestens durch einen Dreher oder irgendwas verlieren, falls irgendwas dergleichen passieren sollte oder eine Kollision. Er hatte ja schon Glück, als ihm der Firmen hinten raufgefahren ist, dass da nichts kaputt gegangen ist im Auto. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass der Hinterreifen geplatzt wäre, aber er ist halt immer anders, die Kollisionsabfrage. Der Einschlag war ja jetzt auch nicht so wahnsinnig heftig. Ich habe mich auch gewundert, dass er auch aufgrund dieser kleinen Berührung auch wirklich abgehoben ist. Na, kleine Berührung reicht aber schon aus. Bei mir und Ben war es bestimmt auch nicht mehr als mal kurz angeditscht. Nö, der muss mich mit dem Frontflügel am linken Hinterreifen getroffen haben und dann... Also man muss da echt Glück haben, ist einfach so. Ubi führt er zu 3 Sekunden Abstand. 11 Runden zu fahren. Schumacher aber auch mit einem unglaublichen Rennen, ey. Ja, Schumacher ist jetzt auf der 3 und jagt Damata. Wenn der sich mal besser qualifiziert hätte. Ja. Frage ich mich, was mein Teamkollege so macht. Alonso ist auf der 6 und hat einen kleinen Abstand zu Kultat, der auf der 7 fährt, gefolgt von Panis, der auf der 8 fährt. Panis hat sich aber auch stark nach vorne gekämpft. Der war 17. oder so. Käser auf der 5 verfolgt den Firmen, hat noch nicht mal eine Sekunde Abstand zu dem. Minardi auf der 5 könnte den 4. Platz locker holen. Sich noch ein bisschen richtig stark anstrengt. Wohl auf dem Weber auf. Abstand zu Weber sind 6 Sekunden. War mal fast eine halbe Runde.
Allerdings sind Jaguars und Saubers auch eigentlich nicht die Gegner, mit denen man in einem McLaren kämpft, ne? Nee, aber dafür konntest du ja nichts. Das ist ja mir auch passiert. Ja, das ganze Wochenende war einfach bis jetzt nicht besonders gut, aber das gehört halt dazu. Mein Gott, ist halt so. Mein Gott, so, der Fluch geht so weiter. So viel Glück, wie ich in den letzten 3 Jahren hatte. Hat da 2,5 Sekunden Abstand, danach mit 2 Sekunden dahinter Schumacher und dann wieder ungefähr 2-3 Sekunden Firmen. Aber dann 0,1 Sekunde auf Käser. Aber jetzt. Das war eine alternative Rennlinie vom Dan. Ich will den unbedingt haben. Der Käse hat einen Fehler gemacht. Ist jetzt nicht mehr. Auf die erste enge Kurve zu liegt dein Heckflügel. Vermutlich Toyota. Ne, der Toyota hat ihn noch, der andere Toyota hat ihn auch noch. Jetzt gehen wir mal die Autos durch. Oh, dann könnte es ein Ferrari sein. Der ist ähnlich lackiert. Ne, Ferrari hat auch noch. Gehen wir mal durch. Das war es deiner, was du. Nein, der lag zu früh. Der liegt da nicht so. Jordan gewesen sein? Oder Minardi. Ein Villeneuve hat den Heckflügel verloren. Oder ein BR, 14. Ja. Michael ist mittlerweile Zweiter. Ja, hat gerade. Kamata geht in die Box, deswegen ist er Zweiter. Alonso jetzt auf der 3, jetzt kommen wieder die Boxenstopps. Oh Mann, ey. Fuck ist in die Wand. Rote Kiesbett gefahren, gibt extra Punkte. 100 Punkte. Wer sich da richtig viele an der Box. Ja. Firmen geht jetzt raus, Geld hat glaube ich alle Plätze gut gemacht. Marc muss sich vorgedreht haben. Firmen jetzt 10. Amata wieder draußen, Verstappen ist draußen geblieben, Fisichella ist draußen geblieben, Ralf ist vorne, Arne ist vorne. Wo ist David? David ist auf der 4, den wollte ich gerade erwähnen, der fährt immer noch. Zweiten Boxenstopp, hier ist. Danke, Mann. Der Bubi müsste auch bald kommen. Ich denke mal, der wird jetzt gleich kommen, um für die letzten 8 Runden zu tanken. 100 Liter rein, den Renault-Motor. Ja. Ja, wenn man vom Teufel spricht, kommt er schon. Der aggressiv da übers Gras. Dass der Pitlimiter war, hoffe ich jetzt mal. Schumacher kommt jetzt auch. Alonso fährt weiter, Kutat fährt weiter, wie Ralf müsste auch weiterfahren. Alonso muss weiterfahren. Der erste Contender wäre. Ubi ist, glaube ich, schon wieder am rausfahren. Mhm. Da leider nichts gut machen können. Hat aber Schumacher was gut gemacht. Schumacher konnte den Platz verteidigen gegen D'Amata. Hat damit auf der 2 hat der Dan sich jetzt gedreht. Nein, aber er hat den Webber überholt. Glückwunsch. Danke. Aber wird gleich auch gleich in die Box fahren. Heidi ist die nächste. Alonso führt im Moment mit 2 Sekunden Vorsprung auf Ultart. Dann kommt der Ralf auf der 3 und wie hat 14 Sekunden Rückstand. Ich denke mal, man braucht ungefähr 16 bis 18 Sekunden in der Box. Das heißt, der Alonso müsste hinter Schumacher rauskommen. Oder noch wahrscheinlich hinter D'Amata auf der 4. Je nachdem, wie es der Alonso macht. Kommt jetzt in die letzten Sektor hier. Wie er es macht. Ich denke mal, er wird jetzt in die Box gehen. Vielleicht tankt er auch weniger, wenn er intelligent ist. Ultert jetzt fährt weiter. Was der Ralf macht. Er fährt auch weiter. Mal gucken, ob es sich auszahlt. Sie vor Alonso rauskommen. Alonso jetzt an der Box. Steht. Steht immer noch. Untergelassen. Immer noch. Tankt anscheinend doch ein bisschen zu viel. Amata hat ihn schon geholt. Der Firmen kommt jetzt. Aber er schafft es vor Firmen raus.
Ist provisorisch, provisorisch ist Alonso auf der 4 im Moment. Da hat er im Heck von Schumacher. Also hier kann man wirklich nicht aufhören, irgendwas zu erzählen. Es sind noch 6 Runden. Ben jetzt in der Box. Mark fährt weiter, aber bisher hat er auch schon noch gestoppt gehabt. Ja. So, mal gucken, jetzt müsste der Kultart kommen. Okay, Kultart fährt weiter, okay. Was macht Ralf? Ralf geht in die Box. Wo kommt Ralf raus? Kommt er noch vor Alonso? Nee, glaube ich nicht. Ralf fährt los, Alonso kommt jetzt. Nee. Kommt er noch Firmen? Alonso vor Firmen und Ralf. Ups. Oh Gott, da kommt doch der Frenzen, rutscht der Frenzen noch durch. Frenzen auch noch durchgerutscht bei Ralf. Das heißt, Ralf jetzt auf der 8. Frenzen 7, Firmen 6, Alonso 5, D'Amatta 4, dritter ist Schumacher, Michael, zweiter Bubi und erster ist Coulthard, der als vierter rauskommen müsste, wenn er es nicht total verhaut. Obwohl dann der Zeitfeld. Ja, mal noch ganz kurz gesehen. Ach du meine Güte. Hast du vergessen, den Schaden auszustellen? Ich kann nicht, mein Lenkrad hat irgendwie Belegung gelöscht. Okay. Bin happy, dass der Pitstop noch auf dem Lenkrad liegt. Oh, Coulthard hat's verkalkt. Zu viel Gas gegeben. Verkalkt? Verkalkt. Was hat den Frontflügel verloren und hat sich gedreht und hat's damit weggeworfen, die Punkte für McLaren. Was für ein rabenschwarzes Wochenende. Wird sich jetzt einen Frontflügel holen wahrscheinlich. Steht hier vor mir. Kann sehen, was da abgeht. Ja, sieht nach einem neuen Frontflügel aus für Coulthard. Das dauert jetzt richtig lange. Vielleicht hat er noch das Glück und kommt als... Nee. Als Achter könnte er noch rauskommen, aber Physikeller kommt gerade um die Ecke. Das ist ein Punkt. Physikeller hat ihn aber ganz locker. Ja. Genauso wie Panis. Mein Engine überhitzt aber nicht, passt ihm. Hast du Glück gehabt? Nur so als Referenzwert. Ich bin jetzt bei 70 Sekunden. Ja, du hast ja auch nicht ab 30 angefangen Gas zu geben, weil du dachtest, es ist langsam vorbei. Ich habe die Anzeige bei mir nicht mehr, wie lange es dauert. Ich dachte, okay, ich werde runtergelassen, Tank ist voll, geht gleich los. Nee. Gleich mal wieder einschalten. Attacke. Wer denn 5 Sekunden Rückstand auf den Jensen? Hol ich noch. Villeneuve ist ziemlich weit zurückgefallen, ne? Der ist doch irgendwo Platz 3, 4 oder so gestartet, ne? Ach ja, sicher, der war das ja mit dem Heckflügel, richtig. David ist 13. Mein Gott. Yep. Konstrukteursweltmeister fährt auf 13 und 16. Und Bubi hat eine Sekunde Vorsprung auf Schumacher, dahinter direkt D'Amatta, aber ich glaube nicht, dass die noch... Also die packen jetzt komplett aus für die letzten paar Runden. Under Pressure jetzt, die letzten 3 Runden. Wie hat auch das ganze Rennen bis jetzt kaum was gesagt, also das untermalt glaube ich dann auch. Die Professionalität überwiegt. Auch wenn der Schumacher jetzt schon ziemlich nah dran ist. Da kommt der Schumacher vielleicht wieder an seine alte Form ran, von früher. Als er sogar den Dan unter Druck setzen konnte. Das war 2000. 0,6 Sekunden noch von Bubi zu Schumacher. Und danach 1 Sekunde Abstand D'Amatta. Also,
Das rote Auto sitzt im Nacken. Ist zwar nicht mein Auto, aber das vom Schuhmacher. Oh, Bubi hat da einen kleinen... Jetzt kommt der Schuhmacher besser aus der Kurve raus. Bubi fährt in die Mitte der Strecke. Der Schuhmacher gar nicht erst auf die Idee kommt zu überholen. War jetzt auf 0,1 Sekunde dran, der Schuhmacher. Aber leider macht er nicht den Überhol-Move, weil der Bubi in der Mitte fährt. Jetzt hat sich der Dad aber gedreht. Nein. Ah. Bleiben wir hier vorne noch zwei Runden. Wieder. Oh, Schuhmacher ganz nah dran. Förmlich im Heck von dem Renault. Versucht's jetzt. Hat aber zurückgesteckt. Der Matta kommt auch ran. Die führenden alle im 0,7 Sekunden-Bereich. Und versucht's jetzt. Aber macht wieder. Der Bubi doch noch gegengehalten. Marc, ich komm, ne? Oh nein. Danke. Schuhmacher wird jetzt wahrscheinlich bremsen. Wie auch die letzten Male, ja. Jetzt ist der Matta innen bei Schuhmacher, weil der Schuhmacher gebremst hatte. Rettet den Bubi immer, dass die Leute, dass die KI hier in der schnellen Links-Rechts abbremst. Schuhmacher hat einen kleinen Fehler gemacht. Matta jetzt innen. Der Matta. Da sagt der Schuhmacher aber dann doch noch, gegen wen er hier fährt. Aber leider, durch das Bremsen da in der Einkurve, hat der Bubi wieder ein bisschen Verschnauspause. Eine Sekunde hat er. One lap to go. Wird dann wahrscheinlich auch so ausgehen, weil der Abstand ist jetzt, glaube ich, zu groß. Ist der Schuhmacher da, hat alles, glaube ich, gegeben, was er hatte. Da ist der Heidfeld. Der Webber ist ja vor dem Bubi. Die erste Überrundung würde anstehen, aber ich glaube, dazu wird es nicht mehr kommen. Schumacher kommt jetzt nochmal ran, aber wie gesagt, gleich kommt wieder die Stelle, wo sie bremsen. Kommt jetzt nochmal an den Webber ran. Ich glaube, das gefällt dem Bubi jetzt gar nicht. Ich glaube, der Webber sollte da kein Problem machen. Also die letzten drei Kurven dieses Grand Prix, während der nochmal die schnellste Runde fährt mit 1:21.456. Jetzt die letzte Kurve für den Bubi. Der Schuhmacher ist nochmal ganz eng dran. Und ja, der Bubi gewinnt. Moment, noch. Ja, Bubi gewinnt den großen Preis von Australien mit einem Vorsprung von 0,137 Sekunden. Dahinter der Matta mit 0,266 Sekunden. Ein sehr knappes Rennen. Die Renndistanz wurde ja schon erreicht. 150 Kilometer waren jetzt nur 147, weil wir die Runde halt abgerundet haben. Auf der 4 Fernando Alonso holt den vierten Platz Renault. Fünfter wird Ralf Firmen. Sechster bei Heinz Harold Jensen. Siebter Ralf Schumacher. Achter wird Giancarlo Fisichella. Holt den letzten Punkt für Jordan. Damit beide Renault in den Punkten und beide Jordan in den Punkten. Hans, thank you guys for this car. Thank you. Beautiful race. Thank you very much. Zehnter Nicolas Chiesa. Pizzonia. Mit seiner Pizzeria auf der 11. 12. ist Jos Verstappen. 13. David Coulthard nach einem Fehler, der ihn wahrscheinlich die Punkte kostete. Jacques Villeneuve nach seinem Heckflügelverlust auf der 14. Dan nach seinem schlechten Saisonauftakt jetzt auf der 15. Jensen Button auf der 16. Nick Heidfeld 17. Mark Webber auf der 18. Der gerade nochmal einen Boxenstopp macht. Okay, nee, er stellt ab. Und Marc fährt auch gerade noch zurück auf der 19 und ich ausgeschieden auf der 20. Das war dann auch schon das ganze Ergebnis. Der Dan schreibt, reiß ich die Punkte auf, während wir uns ins Fahrgelager.
Fahrerlager geben. Guck in meine Wiederholung. Na, schon weg. Die Donuts für die Fans verpasst. So sehen passiert, Bubi. Oh Mann. Alter. Meine Finger. Oh. Doch gleich mal das Fahrzeug von mir dann, weil ich werde ja wahrscheinlich der Erste sein, der in die Mangel genommen wird. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich zum Vorbericht wieder. Zum Nachbericht. Eine kurze Pause. Ich denke mal, wer will ihn machen? Ich glaube, heute darf ihn der Dan machen. Ja, Gott sei Dank. Warte, ich kann gerade nicht. Oh. Ich kann es auch machen. Warte. Dann darf der Marc heute mal. Marc hat das noch nie gemacht. Yeah. Marc darf anfangen. Denkt dran von hinten nach vorne, wie immer. Ihr habt das Rennen gesehen. Ihr habt gesehen, wie sich die neuen Regeländerungen ausgewirkt haben, wie die neuen Autos waren. Ihr habt gehört, wo die Leute gelandet sind. Und jetzt denke ich, ist es mal am besten, wenn wir direkt mit den Interviews anfangen. Und da fangen wir dann doch am besten bei dem Herrn an, der heute als Kommentator tätig war. Eher als Fahrer. Ich glaube, das schmeckt ihm auch gar nicht so. Basti, erzähl uns doch mal, was bei dir schiefgelaufen ist. Ich glaube, ich hatte auch ein Wörtchen mitzureden. Das Qualifying war erstmal nicht so schön, dann habe ich mich mit Dan zusammen versucht, durch den Verkehr zu schlängeln. Was dann am Anfang besser für den Dan lief. Den habe ich aber auch dann schnell aufgeholt. Dann war der Dan dann an dir dran. Dann hatte ich, war witzig, dann waren wir kurz mal nebeneinander zu dritt auf der Geraden. Hat der Dan mich dann zu spät gesehen, war nicht schlimm, hat nur ein bisschen Seitenkasten angeschlagen. Es hätte viel schlimmer enden können. Ich habe schon gesehen, dass wir jetzt da irgendwie gleich wieder total abfliegen. Zum Glück dann nicht passiert, hat mich dann ein bisschen was Zeit gekostet, hat mich der Marc dann nochmal wieder überholt. Dann sind wir wieder ein paar Runden gefahren. Dann hat der Dan einen Fehler gemacht in der Einkurve. Das hat dann, glaube ich, den Marc ein bisschen auch verunsichert. Und dann hat der Marc einen Fehler gemacht, hat dann da sein Auto ein bisschen nicht mehr unter Kontrolle gehabt, aber noch so unter Kontrolle, dass er es gerade halten konnte. Dann bin ich dem Marc leider, weil er dann nicht beschleunigt hat, ganz leicht hinten raufgefahren. Das hat dann mein vorderes rechtes Rad aufgeschnitten. Habe ich dann zwei Kurven später gemerkt, dass das Ding dann blockierte. Da wusste ich dann direkt, Platte hatten wir lange nicht mehr, aber zurück. Und ja, dann an die Box geschlichen nach dem Schaden und aus Versehen, wie ich ja auch schon im Rennen gesagt hatte, den kompletten Schaden reparieren lassen, weil ich einfach noch in Gedanken war, dass ich ja wegen dem Reifen vielleicht, dass die Reparatur drin bleiben muss. Dabei wird da einfach nur der Reifen ausgewechselt und das wäre es dann eigentlich gewesen. Also einfach mal eine Minute länger da gestanden, als ich eigentlich hätte da stehen müssen. Wäre jetzt nicht schlimm gewesen, der Boxenstopp so früh, weil es war ja eben beim Fenster fast. Ich hatte zwar zwei Runden noch Zeit, aber naja, die zwei Runden. Dann weitergefahren. Dann aber ein bisschen zu viel gehabt in meiner Lieblingskurve in Melbourne. Zum zweiten Mal in Folge, glaube ich so. In Folge, Dan? Nicht schon Folge. Zum dritten Mal schon. Zum dritten Mal. Zum dritten Mal in meiner Kurve. Also die kann man, glaube ich, schon nach mir taufen, die Kurve. Und abgeflogen, Heckflügel verloren, ja, dann hat es natürlich keinen Sinn mehr gehabt. Dann das Auto abgestellt und dann kommentiert halt. War recht spannend, man konnte viel erzählen. Leider hat die KI an manchen Punkten Schwächen gezeigt, aber das war jetzt nicht so schlimm. War ein spannendes Rennen aus der Kommentatorbox. Natürlich wäre ich lieber da vorne mit dem Schumacher gefahren, aber immerhin hat der Schumacher bewiesen, dass er es doch noch kann. Hat den Rookies gezeigt, warum er Schumacher heißt. Und einen zweiten Platz rausgeholt und das waren doch immerhin 8 Punkte. Und ja, Ferrari somit nicht da ganz unten, sondern doch noch vorne. Ja, das war doch schon mal für, zumindest für Schumacher, kein schlechter Anfang. Hat der Ferrari nochmal vor einem erneuten solchen Saisonauftakt bewahrt. Eine Frage noch, das hat sich jetzt nicht sehr positiv angehört, allerdings konnte ich da auch heraushören, dass das eher externe Einflussfaktoren waren, die dich da um dein Rennen gebracht haben. Ist das Auto denn jetzt so vom Fahrgefühl her schon auf Höhe von deinen Vorstellungen oder sagst du, dass ihr da noch mehr Arbeit reinstecken müsst? Auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Arbeit, das fuhr sich gut, aber Melbourne ist Melbourne, da kann man noch nichts richtig sagen. Das ist eher so eine Strecke, wo man, ja, keine Ahnung, da kann man noch nicht so viel sagen. Mal gucken, wie es dann im nächsten Rennen läuft.
Da ist er auch, da ist er wieder neu, ist alles komplett neu, also werden wir sehen, wie es im nächsten Rennen läuft. Da kann es natürlich auch wieder sein, dass die Karten komplett anders auf dem Tisch liegen. Und da müssen wir einfach nur abwarten. Man kann jetzt noch keine Schlüsse ziehen nach dem ersten Rennen. Es sind noch sehr viele Rennen und das Ergebnis war schon mal gut. Die Spannung war hoffentlich da. Ich denke mal, sie war da. Und ja, viel Überraschung. Genau, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg schon mal für das nächste Rennen und hoffe, dass ihr mit eurer Entwicklungsarbeit so vorankommt, wie ihr es euch denkt. Danke, Basti. Dann gehen wir weiter zum nächsten auf meiner Liste und das muss dann der Dan sein. Dan. Jo. Ja. Bist da, erzähl uns doch mal. Du bist jetzt zum ersten Mal seit Äonen mal wieder von hinten gestartet. Wie fühlt sich das an, wenn man 3 Jahre lang nur auf der Pole stand? Ja, also du hast recht, ich glaube, das war das erste Mal seit Barcelona 99 oder so, dass ich aus dem Mittelfeld oder beziehungsweise ganz hinten starten musste. Ja, also da hinten war natürlich einiges los. Ne? Also die erste Runde und die Runden danach, die waren das pure Chaos. Und ich bin da eigentlich ganz gut durchgekommen. Eine Situation gab es dann mit dir, mit dem Basti und mit mir, aber das war halt so, ist ja auch nichts Schlimmes passiert. Basti und ich haben uns halt beide die Sidepods eingedrückt, aber wie er hat es ja schon gesagt, hätte auch viel schlimmer sein können, aber es wäre dann halt so ein typischer Rennunfall gewesen, weil ich war mit dir beschäftigt und auf einmal kam der Basti dahinter noch. Und ja, ist ja nichts passiert. Ja, und dann halt irgendwann die Situation mit Verstappen, der hat mir halt den linken Hinterreifen aufgeschlitzt und danach war das Rennen eigentlich gelaufen. Um die Frage zu beantworten, da hinten zu starten, ist zumindest nicht schön. Das kann ich mir denken. Okay, und wie ist es denn so im Team? Ihr seid erfolgsverwöhnt, ihr habt mehrere Weltmeistertitel und Konstrukteursweltmeistertitel jetzt in eurer Tasche. Kommt hier nach Melbourne, du versemmelst das Qualifying und wie wirkt sich das dann auf die Teamdynamik aus? Gibt es da schon erste Aufschreie? Gibt es da erste Änderungsvorschläge? Was macht ihr, um wieder auf die Performance vom Vorjahr zu kommen? Turn 13 nicht verkacken. nee, also ich glaube, jetzt schon anzufangen, großartig in Panik auszubrechen, wäre komplett falsch. Ich hab auch die schnellste Runde mit einer halben Sekunde Vorsprung jetzt gefahren. War im Training der schnellste, wäre wahrscheinlich auch in der Qualifikation auf Pole Position gefahren. Es ist halt wieder das, was McLaren jetzt schon seit 2 Jahren auszeichnet. Wenn wir nicht vorne starten können, dann laufen wir halt Gefahr, in das chaotische Mittelfeld reinzukommen. Und was wir da jetzt auf jeden Fall von mitnehmen, ist, blöde Fehler zu vermeiden. Das nehmen der David und ich mit, ich in der Qualifikation. Und er im Rennen, was die Boxeneinfahrt angeht. Ich glaube, so, wenn wir beide keine Fehler gemacht hätten, wäre, keine Ahnung, 1-3, 1-4 drin gewesen. Ich denke schon, also vom Speed her waren wir auf jeden Fall State of the Art, würde ich sagen. Und ja, aber wie gesagt, davon können wir uns nichts kaufen. Ich muss jetzt hier keine Ausreden dafür suchen, warum es nicht geklappt hat. Fakt ist, wir stehen jetzt hier mit einem Doppelnuller. In Malaysia müssen wir es besser machen. Aber so das heißt nicht, dass wir jetzt in Panik ausbrechen. In Malaysia kann, hat der Basti ja gerade schon gesagt, alles wieder ganz anders sein. Na, das hört sich doch nach einer gesunden Einstellung an. Wie sieht's denn, noch eine Frage teamintern aus bei euch? Kriegt der David durch die neuen Regeln jetzt mal wieder Aufwind gegen dich? Oder bleibst du der unbestrittene Nummer 1 Fahrer im Team? Ja, habe ich ja schon im Vorbericht gesagt. Ist jetzt noch zu früh, müssen wir abwarten. In Malaysia war der David letzte Saison ganz stark, hat da ja auch gewonnen. Und insofern sehe ich McLaren als Team in Malaysia sehr weit vorne. Und der David wird auf jeden Fall wahrscheinlich genauso einen guten Job machen, wie er das letzte Saison auch gemacht hat. Na, das hört sich doch positiv an. Dann danke ich dir mal für deine Antworten. Und wir gehen weiter zu unserem glücklichen Gewinner dieses Rennens. Bubi, bist du da? Ja, selbstverständlich. Wo soll ich hin? Sehr schön. Du warst gerade so still. Ja. Du hast es geschafft, deine erste Pole Position zu schaffen. In einer Runde, ohne Fehler. Bist du mit einer grandiosen 1:22 auf die Pole gefahren. Und hast es dann auch noch geschafft, im Rennen, trotz ein, zwei Fehlern, so wie ich von hinten gehört habe, in einen Sieg umzumünzen. Wie fühlt man sich nach ein paar Jahren
Im Schatten von Dan. Ach, im Schatten würde ich das jetzt nicht nennen. Aber es war natürlich ein fantastisches Wochenende von Anfang an. Hat alles wunderbar funktioniert. Alles hat soweit funktioniert. Ich denke, Qualifikation 1 und 7 und Rennen 1 und 4 ist, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Ergebnis für das Team Renault im ersten Rennen. Viel mehr hat man sich nicht wünschen können. Du hast selber schon angesprochen, ich habe einen Fehler gemacht. Also die Abstimmung war auch da noch nicht 100%. Also wir haben auch noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber ich habe es geschafft und es war, glaube ich, sehr spannend, die Schumacher und die beiden Neulinge hinter mir zu halten, was nicht immer ganz einfach war. Insofern ist der Sieg eigentlich nur umso kostbarer, denn er war wirklich ein erkämpfter Sieg und kein leichter Sieg. Insofern einfach ein fantastisches Wochenende, das ich, oder von dem ich noch sehr lange sehr viel Kraft und Motivation schöpfen kann. Das hört sich doch schon mal sehr positiv an. In deinem Team fällt jetzt auch noch der Fernando mit, der Alonso, der letztes Jahr bei Minardi war. Wie hat er sich denn im Team eingefunden? Ja, bis jetzt sehr, sehr gut. Fernando ist natürlich ein sehr, sehr ehrgeiziger Fahrer, das ist ganz klar. Aber da stehe ich ihm natürlich in nichts nach. Insofern denke ich, dass wir gemeinsam das Team durchaus nach vorne bringen können. Und ja, das haben wir ja eigentlich auch dieses Wochenende schon ganz gut gezeigt. Das hört sich doch sehr positiv an. Hoffen wir mal, dass sich da nicht eine allzu hitzige Rivalität innerhalb des Teams entwickelt. Denn wie wir aus Prost und Senna gelernt haben, kann sowas schnell nach hinten losgehen. Ja, das wären dann auch schon alle Fragen, die ich an dich hätte. Ich wünsche dir nochmal alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu deinem perfekten Wochenende, wie man es nennen könnte. Wäre schön, wenn man dich auch in Zukunft auf der Position sieht. Und hoffen wir es. Danke nochmal für deine Antwort. Gerne. Wenn sich jetzt nochmal jemand finden würde, der mich interviewt, wäre ich auch sehr happy. Wenn nicht, ist es halt so. Dan, okay, Dan, du musst es. Ja, soll ich machen? Ja, ja, mach doch dann eh weiter. Macht das Sinn? Genau, ja. Ich gebe dir mal das Mikrofon. Ja, Marc. Ja, danke. kann mich jeder hören? ja, Marc. Gleiche Fragen ja im Prinzip wie bei dir und Basti. In der Qualifikation lief es nicht hundertprozentig, im Rennen ging es dann auch drunter und drüber. Ich glaube, das Beste wäre einfach mal, wenn du deinen Rennverlauf uns einfach mal schildern kannst. Ja, ich hatte ein, wie du sagst, nicht sehr optimales Qualifying hatte in den ersten zwei Sektoren. Nach deiner Beobachtung her ist Wettbewerbs... ihr könnt das rausschneiden. ich hatte auf jeden Fall im Qualifying in den ersten zwei Sektoren eine konkurrenzfähige, das wollte ich sagen. Zeit hat dann aber im dritten Sektor auf dieser einen entscheidenden Runde doch ein paar Probleme noch. Und das hing wahrscheinlich eher daran, dass ich auf Nummer sicher gehen wollte, anstatt jetzt in den letzten drei Kurven das Auto wegzuwerfen, was mich dann auf Startposition 15 gebracht hat. Sorry. Und von dort hinten zu starten ist natürlich nicht einfach, vor allem wenn man ein neues Auto hat und sich noch nicht so wirklich mit dem vertraut gemacht hat. Liegt natürlich jetzt auch an dem sehr knappen Training und Qualifying. Und somit war es für mich auch nicht einfach, mich da so schnell zurechtzufinden im Rennen. Hatte dann ein Fight mit Dan, der sich entwickelt hat und dann darin geendet ist, dass wir eben diesen komischen Zwischenfall da hatten, in dem dann auch noch auf einmal Sebastian verstrickt war, der da in der ersten Kurve praktisch ein Kamikaze-Manöver geflogen ist und dann auf einmal neben mir war und ich eigentlich nicht mit ihm gerechnet hatte. Und er hatte dann ja, wie gesagt, diesen Auffahrunfall mit mir, den leider dazu geführt hat, dass sein Rennen eigentlich ruiniert war. Das weiß nicht, ob ich dazu wirklich was konnte oder nicht. Ist jetzt auch alles auf Spekulationsbasis. Dann ging es für mich weiter. Mein Auto war da leicht beschädigt, hat aber keinen Einfluss genommen auf das Fahrverhalten. Da muss ich auch nochmal Lob an unsere Ingenieure aussprechen. Also das Auto hat einige Schläge abbekommen während des Rennens, war aber selbst gegen Ende hin noch fahrbar wie in der ersten Runde. Ja, und von da an ging es dann eigentlich nur noch bergab. Ich hatte, wie schon angesprochen, zwei, drei Dreher, die mich auch jedes Mal in leichten Kontakt mit der Wand gebracht haben, was mir dann einmal den Frontflügel gekostet hat.
Und das hat dann natürlich einen längeren Boxenstopp mit sich gebracht. Und dann war ich zurück auf den letzten Platz, also in dem Fall Position 19, nachdem Basti ausgeschieden war. Und habe mich auch leider nicht mehr verbessern können. Und habe dann das Rennen dort beendet. Ja. Was denkst du, was wäre drin gewesen, wenn das Rennen aus deiner Sicht etwas normaler abgelaufen wäre? Denkst du, du wärst vom Speed her so bei Ralf, sprich so Platz 7, 6 gelandet? Das hätte ich sicherlich gehofft. Ich weiß jetzt nicht, ich hatte große Schwierigkeiten, auch mit den anderen Fahrern, jetzt mal den Dan und Basti ausgenommen, mitzugehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau am Setup lag oder ob das grundlegend am Auto liegt. Wir haben ja nicht den schwächsten Motor, um es mal so auszudrücken. Ich will einfach sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Wir haben sehr viele unterschiedliche Strecken im Kalender. Wie auch ihr, muss ich sagen, dass es jetzt noch zu früh ist, um da noch genaueres zu sagen. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, von allen die härteste Entwicklungsarbeit noch vor uns. Und werden uns darauf fokussieren, Daten zu sammeln in unseren Tests und dann das Auto dahingehend zu verbessern, dass wir dem letztjährigen Stand fortfahren können. Ja, gut, dann danke ich dir für deine Ausführungen. Wünsche natürlich auch viel Glück, dass die Pechserie von heute sich in Malaysia nicht fortsetzt. Vielleicht dann nochmal, weil ich es bis jetzt noch nicht gemacht habe, nochmal Glückwunsch an den Bubi. Ein ganz Dankeschön. Dickes, fettes Lob. Hat er sehr gut gemacht. Das war der erste Sieg seit 34 Rennen. Ich habe es gerade nochmal überschlagen. Wie ich finde, auch sehr, sehr verdient mit Pole Position und den Druck 28 Runden lang aufrecht zu halten. Das muss man einfach honorieren. Hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und insofern können wir uns jetzt auch völlig in den WM-Stand stürzen, denn da führt der Bubi dann völlig zurecht mit 10 Punkten. 2 Punkte vor Michael Schumacher, der zum ersten Mal seit Indianapolis 2000 wieder auf dem Podium steht, auf Platz 2 wohlgemerkt. Dritter ist er ja einmal 2001 geworden. Cristiano D'Amatta, ich glaube, an dem müssen wir auch ein dickes, fettes Lob aussprechen. Rookie fährt auf Platz 3 mit dem Toyota. Toyota fängt im Prinzip genauso stark an wie BRR 99. Die sind ja mit Villeneuve auch im ersten Rennen auf den dritten Platz gefahren. Und hat auch sehr stark mich unter Druck gesetzt in dem Rennen. Also auch war von meiner Seite nochmal ein klasse Rennen auf jeden Fall für ihn. Ich denke, das gilt auch. Ich denke, das gilt auch für deinen Teamkollegen Fernando Alonso, der mit dem vierten Platz ein bislang bestes Ergebnis holt. Ralf Firmen, der als Rookie seinen Teamkollegen Fisichella schon schlägt. Fisichella wird Achter und er Fünfter. Und hat dich natürlich auch unter Druck gesetzt. Ne? Frenzen dann auf der 6. Ich glaube, der ist auch von recht weit hinten gekommen. Der hat sich nach vorne geschoben. Genau, der Sechster mit 3 Punkten und eigentlich wäre er jetzt schon Ende. Nein, ist es nicht. Ralf Schumacher holt noch 2 Punkte für Williams BMW und Fisichella 1 punktlos von den großen Namen. David 0 Punkte, ich 0 Punkte, Arc 0 Punkte und der Basti ist noch gar nicht in der Wertung, weil er als einziger leider ausgeschieden ist. Bei den Konstrukteuren hat jetzt Renault 7 Punkte mit 15 Vorsprung auf Ferrari, die haben 8. Toyota hat 6, Jordan Ford hat 5, Sauber hat 3, Williams hat 2, Jaguar, Minardi, McLaren und BAR in genau in der Reihenfolge haben noch keine Punkte. Das ist der Stand nach dem ersten von 16 Wertungsläufen. Genau, dann würde ich mal sagen, genießt gleich Neustarts, die wir haben. War ja nur einer. Und macht wahrscheinlich noch ein kleines Extra rein, ihr lasst euch überraschen nach dem Neustart. Eine kleine Schleife. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Rennen in Malaysia wieder. Da wird es dann wahrscheinlich hoffentlich genauso spannend. Und ja, diesmal dann auch mit Qualifying. Ja, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Goodbye. Seid dabei. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Da sind wir wieder zum Saisonstart der 2003er Saison. Wir wünschen euch viel Spaß und uns viel Glück. Viel Spaß. Was? Eine komische Ansicht. Viel Glück, viel Spaß, viel Erfolg. Bubi, mach was draus. Abwarten, Tee trinken, wir werden sehen. Ampeln gehen an. Los geht's! Los geht's! Okay, Neustart. Hab's gesehen. Guten Morgen.